Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag appelliert an die historisch-moralische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine. Wir nehmen diesen Appell, verehrte Frau Kollegin Beck, sehr ernst. Da die Gräuel, die während des von Deutschland ausgehenden rassistisch motivierten Okkupationskrieges und der barbarische Zivilisationsbruch in Polen, Baltikum, Ukraine, Belarus und Russland, der Region, die Timothy Schneider, wie Sie schon sagten, als Bloodlands bezeichnete, in denen antisemitischer und antislawischer Rassismus furchtbares Leid verursachte, diese Gräuel werden im Antrag eindrücklich beschrieben. Es gibt mehrere Anlässe, die historische Erinnerung an diese Ereignisse in unserem Parlament zu thematisieren. Ein für mich besonders wichtiger Bezug war der 75. Gedenktag des Massakers in der Schlucht von Babyn Jar im September letzten Jahres. Eine wichtige Botschaft, mit der ich dieses Gedenken verbinden möchte, finde ich in der Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck, die er zu diesem Anlass in Kiew gehalten hat. Zitat: In dem Maße, in dem es uns gelingen wird, dem Gedächtnis Raum zu geben, wird auch das gemeinsame Erinnern möglich sein, das wir brauchen, dringend brauchen, weil die Geschichte, um die es geht, eine gemeinsame ist. Und weiter: Antworten auf unsere Fragen werden wir nur gemeinsam finden. Dies ist kein Plädoyer für Verwischung von Verantwortlichkeiten, sondern vielmehr für eine grenzübergreifende gemeinsame Forschung, für eine Forschung, die neuerlich modischen Versuchungen widersteht, die Wahrheit einzig durch das Prisma der Nation zu suchen. Ende des Zitates. Diese Worte des Bundespräsidenten machen deutlich, wir Deutsche müssen uns der Verantwortung bewusst bleiben, die auf Deutschland als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches lastet. Wir sind in einer besonderen Pflicht, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Wir sollten Formen der Aufarbeitung suchen, die im Sinne nachhaltiger Aussöhnung gemeinschaftlich vollzogen werden können. Und es gilt nicht nur für die Bloodlands im Allgemeinen, sondern es gilt besonders für die Ukraine, gerade auch angesichts der gewaltigen Herausforderungen, die die Gesellschaft dieses Landes gegenwärtig zu bewältigen hat. Ich möchte deshalb in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Einrichtung der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission begrüßen, die 2015 erfolgte. Im April 2016 haben Frank-Walter Steinmeier und sein ukrainischer Kollege Pavlo Klimkin die Schirmherrschaft über die Kommission übernommen. Die Kommission wird seit März 2016 mit Mitteln der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik finanziert. Zentrale Aufgabe dieser Kommission sehe ich in zwei Aspekten: in der Arbeit am gegenseitigen Verstehen und in der gemeinsamen Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit. Was das gegenwärtige Verstehen betrifft, so muss selbst die Historikerzunft eingestehen, sich in der Vergangenheit zu wenig mit der ukrainischen Geschichte als eigenständige Geschichte beschäftigt zu haben. Der renommierte deutsche Historiker Karl Schlögel hat dies neulich in einem selbstkritischen Ausruf eingestanden. Zitat: Dass man sich ein Leben lang mit den östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigen konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine zu besitzen, und das betrifft nicht nur mich, sondern manche andere in meinem Zunft, die so spät zu dieser Einsicht kamen. Wollen wir den Ukrainern auf den Weg zu einem souveränen und modernen Staat helfen, so müssen wir die Hintergründe verstehen können, die diese Gesellschaft geformt haben, bevor wir vorschnelle Schlüsse ziehen. Was nun den zweiten Aspekt betrifft, so gehört es zu meiner Grundüberzeugung, dass der Übergang zu demokratischen Gesellschaften im postsowjetischen Raum insbesondere dort nicht gelungen ist, wo es keine echte Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit gab. Und das schließt
die Aufarbeitung der totalitären Ära des Stalinismus ein. Kern und Ziel unserer gemeinsamen Vergangenheitsbewältigung sind die umfassende Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit. In seiner letzten Publikation Black Earth erweitert Tommy C. Snyder sein Konzept der Bloodlands um die These, dass dem Zivilisationsbruch im Einflussbereich beider totalitären Regime, Hitlers und Stalins, eine systematische Vernichtung von Staat und Recht voranging. Und damit bin ich bei den Schlussfolgerungen. Wir haben eine historisch-moralische Verpflichtung, die Ukraine am europäischen Friedenswerk zu beteiligen. Wir müssen zur Hilfe bereit sein, wenn es darum geht, das Land zu stabilisieren, seine Institutionen zu stärken und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zur Geltung zu verhelfen. Der vorgegebene Rahmen ist im Augenblick das europäische Nachbarschaftskonzept sowie zahlreiche bilaterale Kooperationen, die den Assoziierungsprozess der Ukraine flankieren. Ich habe hier nicht die Zeit, alle die Aktivitäten aufzuführen, die beispielsweise im Rahmen des Haushaltes des Auswärtigen Amtes, der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik erfolgen. Wir wollen ein Zeichen für die Aufarbeitung des totalitären Zeitalters des 20. Jahrhunderts auf der Grundlage europäischer Werte setzen und einige Defizite auf diesem Gebiet ausräumen. Die ukrainische Emanzipationsbewegung, spätestens seit dem Maidan, gibt uns dafür einen guten Anlass. Und die Menschen, die in den Februartagen 2014 ihr Leben für die europäische Idee lassen mussten, verpflichten uns dazu. 2012 erhielt die Europäische Union den Friedensnobelpreis. Und ich bitte noch einmal, sich die Begründung dieses Friedensnobelpreises deutlich zu machen, damit sichtbar wird, dass die Europäische Union das sichtbarste und denkbar beste Produkt gemeinsamer Kriegsfolgenaufarbeitung ist. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir unsere historische, nationale, historisch-moralische Verpflichtung, die wir gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber den anderen Bloodlands haben, in unsere europäische Politik einbinden, dass wir die Hand zur Nachbarschaft ausstrecken und Perspektiven setzen und dass wir bereit sind, bei den gleichen Verpflichtungen, die wir gegenüber Russland haben, uns vor faulen Kompromissen zu bewahren. Denn es ist bedauerlich, aber wir haben uns damit auseinanderzusetzen. Die gegenwärtige russische Politik. Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Die gegenwärtige russische Politik sieht in einem erfolgreichen ukrainischen Weg eine Herausforderung oder gar eine Gefahr für das eigene totalitäre Konzept. Und dem dürfen wir nicht nachgehen im Interesse der gemeinsamen europäischen Werte. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Bergner. Nächster Redner, André Hunko für die Linke.